Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin gerade aufgestanden und drehe schon ein Video. Ich möchte euch nämlich was ganz Tolles vorstellen. Und zwar habe ich das von QVC geschickt bekommen zum Testen. Und die ist unglaublich toll. Die Supreme Creme von Elizabeth Grant. So schaut die aus. Ist unglaublich kostbar. Die Inhaltsstoffe, die könnt ihr kennenlernen, wenn ihr auf meinem Blog vorbeischaut, auf www.maxiprimus.de. Und jetzt zeige ich euch mal den Inhalt. Der hat schon etwas abgenommen, weil ich verwende die regelmäßig morgens und abends nach dem Reinigen. So schaut die aus. Die hat so ein bisschen eine Textur, wie, ja, mehr so eine Paste. Das ist keine, also ist nicht gelartig, auch nicht cremeartig, aber sie zieht unglaublich gut ein. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, das ist der einzige Nachteil. Das habe ich ein bisschen zu bemängeln. Ich mag lieber Cremes in Pumpspendern als in solchen Tiegeln. Aber wenigstens ist es ein Glastiegel. Das ist schon mal was. So, da ist sie. Und die duftet unglaublich angenehm. Das Gesicht, die Haut fühlt sich sofort, ja, entspannt und gleichzeitig erfrischt an. Ist ein ganz tolles Gefühl und sie eignet sich super, super als Make-up-Grundlage. Ihr braucht da nichts weiter. Ich habe, seit ich die benutze, schaut mal, das glänzt nicht. Ich habe, seit ich die benutze, keine, also weniger Fältchen hier, so diese Lachfältchen, und hier meine Zornesfalten. Die sind weniger geworden, definitiv leichter. Und ich benutze sie einfach unglaublich gerne. Ich mag es ja total, wenn man keine Nachtcreme und wenn man nur eine Creme hat, die man für Tag und für Nacht verwenden kann. Und das ist bei der Fall. Ich zeige sie euch nochmal. So. Ihr seht schon, ich glänze nicht. Das bleibt auch den Tag über so, auch wenn ich Make-up auftrage. Das ist absolut faszinierend. Meine Haut fühlt sich ganz weich an. Ich finde auch, meine Poren sind kleiner geworden dadurch. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ist für die, ja, gegen sämtliche negative Eigenschaften, die man so an der Haut hat. Ich habe normalerweise relativ große Poren auf der Nase und hier am Kinn. Ja, ist richtig toll. Ich verwende die jetzt seit 2 Wochen. Und ich bin absolut begeistert. Ich sehe frisch aus, finde ich zumindest. Ja. Und mein Mann hat ja immer einen Kommentar. Und bei dieser Creme war es so, dass er meinte, er kam nach Hause und meinte am Nachmittag: Schatz, du siehst so entspannt aus. Und dann habe ich nur gemeint, ja, das wird wohl an meiner neuen Creme liegen. Okay. Ich weiß es nicht. Ich finde sie toll, ich bin ganz begeistert. Und ja, gegen 35, gegen 35 oder 35 Inhaltsstoffe hat die, glaube ich. Aber das schreibe ich euch auf meinem Blog auf www.maxiprimus.de. Da könnt ihr dann die genauen Sachen nachlesen. Elizabeth Grant ist das von QVC. Schaut einfach da mal nach. Ich kann sie absolut empfehlen. Die nennt sich Supreme. With Torique. Torique Lum.
was auch immer das ist ein super Inhaltsstoff, soll er sein. Ein Geheiminhaltsstoff, der besteht, glaube ich, aus drei Dingen. Genaue Angaben habe ich da noch nicht gefunden, aber ich werde noch mal recherchieren im Internet und dann schreibe ich das auch auf meinem Blog, wenn ich dazu was finde. Also viel Spaß beim Lesen. Ciao, ihr Lieben.